Ah, mon Dieu! Le letzte Episode Pokémon Y Let's Play! Ah! Nee, gleich jetzt am Rande. Meine Freunde, willkommen zurück zu der letzten Episode des Pokémon Y Let's Plays. Und bevor ich diesen Part beginne, würde ich mich gerne freuen, wenn ihr mal eben in die Kommentare schreiben würdet, wie euch das Projekt im Allgemeinen gefallen hat, wie euch die sechste Generation allgemein gefällt und ja, was ihr euch eventuell für die nächste Generation, sprich die siebte Generation, nicht Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir, sondern die siebte Generation, noch wünschen würdet. Von den neuen Pokémon-Editionen, die wahrscheinlich nicht mal in Planung sind, aber egal. Das wird mich halt alles gerade sehr interessieren und das einfach mal vorweg. Und damit heiße ich euch, wie gesagt, herzlich willkommen zu der letzten Episode von Pokémon Y Let's Play. Heute werden wir uns, an die Lübell-Kapitel ranmachen, beziehungsweise es sind mehr oder weniger sogar die letzten beiden Lübell-Kapitel. Ach Mann, was ist das denn? Jetzt hör mal bitte auf. Schwing die Hüften und begib dich bitte irgendwie mal eben raus, damit wir vielleicht irgendwie mal einen Hololock oder so bekommen. Es kann sein, dass diese Episode eventuell ein bisschen länger brauchen wird, aber alles hat seinen Grund. So, was ist da los? Matthias. Hallo, Regi, ich bin's, Matthias. Moment, ich habe Matthias noch nie so synchronisiert. Egal. Ich habe so einen Hololock bekommen und wollte dir eine Nachricht schicken. Hoffentlich erhältst du sie auch. Ich hätte da eine Frage an dich. Vielleicht könntest du ja mal im Lübell-Büro vorbeischauen, wenn du etwas Zeit hast. Ja. Und damit beginnt nämlich jetzt auch Kapitel 5. Und Kapitel 5 trägt den glorreichen Titel... Illumina City und diese Steuerung. Das ist unglaublich. Keine Ahnung, was diese Steuerung heute mit mir angestellt hat. Aber gut. Das ist jetzt nicht Thema. Da ist Matthias. Was hat denn Matthias zu sagen? Ah, da bist du ja. Sag mal, Rigi, weißt du, woher Lübell ist? Ich war in letzter Zeit so beschäftigt, dass ich kaum noch herkommen konnte. Ich möchte ihn aber gern mal wiedersehen. Hast du eine Ahnung, wo er steckt? Was? Er ist im Krankenhaus? Was ist denn passiert? Jetzt mache ich mir Sorgen. Und außerdem, so ein Krankenhausaufenthalt ist ja auch nicht ganz billig. Naja, wenn er versichert ist. Ah, oh nein, schon so spät. Ich muss los. Flauschi, bis später, Rigi. Miau, miau. Verzeih bitte die Störung. Bin ich hier richtig im Lübell-Büro? Und bist du zufällig, Rigi? Es tut mir leid, dass ich dich so überfalle. Aber ich habe eine Bitte an dich. Dürfte ich wohl dein Können auf die Probe stellen, Rigi? Ja. Ich habe es nicht anders erwartet vom Champ. Was für ein Selbstbewusstsein. Dann werde ich mich nicht zurückhalten. Das sieht nach einem sehr noblen Mann aus. Und das ist ein Page. Okay, Butler Merryman. Und er benutzt einen Waschakwil. Okay, Waschakwil. Hatten wir in dem Let's Play auch noch nicht gesehen. Aber da habt ihr es, Waschakwil. Eventuell ist es auch noch so ein Pokémon, was ich mir züchten möchte. Schlecht ist es nämlich nicht. Es ist sogar eigentlich sogar... Ja, es ist ganz gut. Finde ich jedenfalls. So, aber Waschakwil kann natürlich einem Eisstrahl auch nicht so wirklich was entgegensetzen. Ich meine, es ist sehr effektiv. Aber man sieht schon hier, Waschakwil ist ein großer Adler. Ein großgewachsener Adler. Ich meine, Waschakwil Vorentwicklung ist Geronimatz. Und Geronimatz entwickelt sich auch erst auf Level 54 zu Waschakwil, soweit ich weiß. Ist auch ein Typ Normalflug. Aber hat auch die Fähigkeit Ruhekraft. Und das kann man halt mit Lebensorb kombinieren und dann... erhält man da ein schönes Monster, mehr oder weniger. Was auch noch Moves wie Steinhagel und so weiter drauf hat. Also definitiv nicht zu unterschätzen. Wie es mir dachte, dein Können ist einzigartig. Da kann selbst ein ehemaliges Mitglied des Vorstands von Team Flair nicht mithalten. Bitte verzeihen meine plötzliche Herausforderung. Ich bin auf Geheiß meiner Herrin hier. Sie hat mir aufgetragen, deine Stärke zu testen. Zu testen und dich. Solltest du über ausreichende Fähigkeiten verfügen, zu ihr bringen. Ach du meine Güte, schon so spät. Mein Herrin ist sehr ungeduldig, wenn sie allzu lange warten lassen. Erwartet mich eine harte Strafe. Bitte, Rigi, mach dich sogleich auf den Weg zur Königssuite in Grand Hotel Picfan. Okay, das Grand Hotel Picfan und Kapitel 5, die Wahrheit über Esprit, beginnt hiermit offiziell. So, der Typ hat auch von Team Flair gesprochen. Scheint ein ehemaliges, Vorstandsmitglied von Team Flair zu sein. Teils schon sehr krass, wie ich finde. Aber, ja, irgendwie müssten wir ja jetzt auch... Ich meine, das ist Illumina City. Team Flair hatte seinen Hauptsitz hier. Und irgendwie müssen wir ja eine Verbindung zu Team Flair herstellen. So, aber wo ist denn jetzt das Hotel? Also das Hotel Grand Peak. Ich habe nämlich keine Ahnung, wo ich das befinde. Ich glaube, das ist so ein Punkt, an dem ich gerne zum Taxi wieder greifen würde. Herr Taximann, würden Sie uns bitte für... 7100 nur noch? Okay, das 7100 ist gut. Ah, nee, das ist der Grundpreis. Egal. Wir wollen Einrichtungen, das Grand Hotel Peak. Ne, Hotel Grand Peak. Ne, hier ist es nicht. Hallo, wo ist denn das denn? Was ist denn das Hotel? Dienstleistungen.
Ah, scheint eine Dienstleistung zu sein. Das Grand Hotel Picfer. Okay, es ist am Nordring. Und da werden wir uns jetzt auch hinbegeben. Also, wie teuer wird das jetzt? 3.500 pro Dollar? 1.000? Okay, 1.000 ist natürlich noch im Rahmen. Also, finde ich gut. Und ist sogar ausgeschildert. Das heißt, wir hätten gar nicht ein Taxi nehmen brauchen. Ah, hier waren wir doch sogar. Ah, egal. So, auf in die Königssuite. Wir begeben uns jetzt nämlich... Ich denke mal, die Königssuite ist in Stockwerk Nummer 4. Ganz oben. Das ist ja meistens in den Suiten so. Und dort werden wir uns jetzt auch mal erstmal hinbegeben. So, hier vielleicht... Ach, da ist sie ja. Super. Direkt gefunden. Das ist nämlich Pachira. Und Pachira ist die Herrin von dem Typen. Und was hat sie uns zu sagen? Du bist spät dran, Regi. Zwar war ich diejenige, die dich hergebeten hat. Aber schließlich habe ich mich extra Zeit für dich nehmen müssen. Obwohl ich einen vollen Terminplan habe, klar? Na gut, lass uns kämpfen. Wenn ich so aufgebracht bin, kann ich nämlich unmöglich eine vernünftige Unterhaltung führen. Okay. Das Feuer der Leidenschaft in meinem Herzen ist neu entfacht. Ich koche vor Wut. Sie kocht vor Wut. Ja, mach mir Hund, hier, was, wie das? Mach, nee, ich hab Hungernutte, mach mir Spaghetti, genau. Nee, sorry. Also, so etwas gehört sich natürlich nicht. Ist absolut niveaulos und Farid Bang wird hier nicht zitiert in meinen Let's Plays. Das geht so nicht. So, und sie hat auch ein Pokémon. Das ist hier Pyroli auf Level 63. Und dieses Pyroli auf Level 63 kassiert einen Surfer und geht auch schon down. Wenn das jetzt nämlich ein männliches Pyroleo hätte, wäre, dann hätte ich natürlich jetzt auch ein klein bisschen Herzschmerz, weil ich Pyroleo ja seit neuestem sehr mag. Aber ein weibliches Pyroleo sieht hässlich aus und das klatschen wir mit Vergnügen weg. So, zusätzlich natürlich auch Pachira. Also gut, kommen wir nun zum Geschäftlichen. Zunächst einmal verrate ich dir, wer sich hinter dem Trainer verbirgt, der sich Esprit nennt. Dabei handelt es sich um das Mädchen namens Mathia, das einen sogenannten Powersuit trägt. Diesen Powersuit wurde von niemand anderem entwickelt als Dr. Xeros. Wie du ja weißt, ist er einer der Wissenschaftler von Team Flair. Er ist der Grund, warum ich hier bin. Mir ist es egal, wie du es anstellst, aber ich möchte, dass du Dr. Xeros das Handwerk legst. Ich will die Ehre von Team Flair bewahren, falls dich der Beweggrund interessiert. Du warst vielleicht nicht mit unseren Ansichten einverstanden, aber in unserem Team herrschten stets Gerechtigkeit und Ehre. Ich will auf keinen Fall, dass diese Ehre im Nachhinein besputzt wird. Außerdem... Willst du bestimmt nicht, dass dein dass ich die kleine Mathia als Esprit mit Verbrechern die Hände schmutzig macht? Wenn du ihr also helfen willst, musst du Dr. Xeros aufhalten. Ich zeige dir, wo sie sind. Wir treffen uns im Bistro Flordelis. Begib dich unverzüglich dorthin. Aber mach dich aufs Allerschlimmste gefasst und bereite dich gut vor. Ja, das war klar. Pachira ist anscheinend auch ein ehemaliges Mitglied von Team Flair. Ich finde, das passt sogar ganz gut zusammen. Ich könnte mir sogar eine kleine Liebesbeziehung zwischen ihr und Flordelis vorstellen. Aha. Sehr weit hergeholt meinerseits und Pokémon natürlich nie so oft vertieft. Aber ja, beide haben halt Pyroleo als Signature-Pokémon mehr oder weniger. Er ein männliches, sie ein weibliches und dementsprechend kann man die doch eigentlich ganz gut miteinander verkuckumeln, finde ich jedenfalls. Ja, das ist so eine kleine Theorie meinerseits, aber wie immer wird die natürlich nie gelüftet, ob die da jetzt stimmt oder nicht. So, wir wollen jetzt natürlich ins Café, nee, ins Bistro Flordelis. Ja, heißt immer noch Bistro Flordelis, obwohl Flordelis irgendwie untergetaucht ist. Aber wer weiß, vielleicht finden wir ja Flordelis hier im Bistro Flordelis wieder. Vielleicht plant er irgendwie wie Giovanni eine Wiederauferstehung von Team Flair. Wer weiß. Oh, das ging aber schnell. Deine Einstellung gefällt mir. Ich hasse es, wenn man mich warten lässt. Dann lass uns gehen. Folge mir. Jo, Pachira wird uns jetzt anscheinend irgendwie was zeigen im Versteck. Und zwar dort, wo sich Dr. Xeros aufhält. Labor von Flordelis und... Ah, Xeros befindet sich in einem geheimen Stockwerk innerhalb dieses Labors. Nur eine Handvoll Vorstandsmitglieder weiß von dessen Existenz. Man muss zum Fahrstuhl gehen und ein spezielles Passwort in das Eingabefeld eintippen. So, das wäre erledigt. Jetzt hast du Zugang zum geheimen Stockwerk vom Flordelis Labor. Dort solltest du Xeros finden und Esprit auch. Also gut. Ab hier bist du auf dich allein gestellt. Das geheime Stockwerk ist genauso aufgebaut wie dieses. Du kennst dich ja bestens aus. Schließlich hast du an diesem Ort schon einmal Team Flair gegenübergestanden. Leg Xeros das Handwerk. Ach, eine Sache noch. Richte deinen unausstehlichen Partner aus, dass ich mein Versprechen erfüllt habe. Und er weiß, was ihn erwartet, wenn er seinen Teil der Abmachung nicht einhält. Nun dann, ich verabschiede mich. Unser unausstehlicher Partner ist niemand anderer als der legendäre Le Bel, der auch schon in... Ach, das geheime Stockwerk. Der auch schon in Sinnoh Verbrechern namens Team Galactic das Handwerk gelegt hat. Und wir sehen, das Geheimstockwerk sieht genauso aus. Und was ist das? Na du, wer bist du? Was willst du hier? Ja, Team Flair Laborantinnen. Forscherin Curie. Dein Pygraulon. Ja, das ist nochmal cool, dass wir Gamabunta vorne haben. Gamabunta hat nämlich Psycho-Pokémon zum Fressen gern mit seiner Finsteraura. Und ja, das ist nämlich echt X-Spezial.
What the fuck, man? X-Spezial. Ei. Also, tut mir leid, ich bin gerade aus allen Wolken gefallen. X-Spezial hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Klick-die-Klack. Klick-die-Klack, 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 klick-die-Klack. Nehmen wir mal Dragoon. Ich könnte jetzt Logo einwechseln. Logo würde da jetzt locker kurz einen Prozess machen. Aber Dragoon muss ja natürlich auch mal wieder benutzt werden. So, klick-die-Klack. Kling-Klang, auch ein Pokémon, was ich irgendwie schon ganz cool finde. Also aus strategischer Sicht, ich meine, es sieht auch nicht schlecht aus. Es sieht irgendwie sogar ganz nett aus. Aber, ja, wirklich von strategischem Nutzen ist es leider nicht. Aber man kann damit was anfangen. Das ist das, worauf ich hinaus wollte. Ich hoffe nämlich, Ladungsschluss paralysiert mich jetzt nicht. Tut es nicht. Nice. Und Zertrümmerer wird diesem Klick-die-Klack natürlich den Rest geben. Bam, fall in the press. Zack, boom. Und dann hätten wir dieses Klick-die-Klack besiegt. Und ein Level-Up für unser Dragoon heraufbeschworen. Und zwar Level 64. Level 64. So, und dann hätten wir Kyuri besiegt. Was für ein tolles Pokémon, das du da hast. Darf ich das mal kurz nicht analysieren? Okay, Farid Bang, bitte verschwinde aus meinen Parts. So, wir sehen, das ist nicht sonderlich kreativ hier. Ist nämlich wirklich komplett dasselbe Stockwerk wie auch schon, ja, das, was wir bekämpft haben. Also nicht sonderlich kreativ. Also wer hier was erwartet hat, der hat sich geirrt. Die Seitenausgänge wurden jedoch blockiert, das heißt, die kann man nicht erkunden. Finde ich sogar ganz gut. Damit wird uns nämlich eine Menge Arbeit erspart und viele Trainer gibt es hier aber. Nein, ich bin nicht die neue Aushilfe. Mann, wie kann man mich mit einer Aushilfe verwechseln? Ist ja unglaublich. Ich bin der großartige Le Bell. Nee, ich bin Le Bang, genau. Le Bell und Le Bang, Double B. B&B. Le Bell und ich sind B&B. B&B. B-I? B-I. Nee, B-I, B-I bin ich nicht. Ach, egal. Nee, Double B. Das ist unser neuer Teamname. Le Bell and Le Bell. Not bad. Also, Le Bell ist jetzt irgendwie... Ja, ich habe den schon teils jetzt schon ins Herz geschlossen, die letzten Episoden. Der Typ, der ist ja im Herzen doch schon ein cooler Mann, ne? Oder nicht? Also, er ist natürlich sehr nervig, aber er ist ein netter Typ. Kann man nicht anders sagen. Und man sieht auch schon hier, er hat ein sehr großes Herz, ne? Anhand der Episoden erkennt man es einfach. Der Typ, er ist cool. Anders kann man es wirklich nicht ausdrücken. So, Erdbeben gegen die Elisard sollte ausreichen. Elisard hält nämlich wirklich nichts aus. Das kenne ich, weil ich mit Elisard selber im Competitive Battling teils gespielt habe. Und das Ding hält wirklich leider nichts aus. Also, ja. Elisard, du bist nicht in der Band. So. Wo ging es jetzt hier lang? Hier unten, ne? Genau, okay, super. Das können wir nämlich hier rechts. Und hier weiter. Ah, ne, die Illumina-Gangster sind auch wieder mit von der Partie. Eieiei, warum sind die denn hier? Hat da etwa... Dieser eine da was mit zu tun? Wir wollen natürlich gegen die kämpfen. Weil Erfahrungspunkte und wir wollen natürlich auch sehen, was für Pokémon sie benutzen. Ist ja auch klar. Und sie hat nur ein Pokémon, und zwar wieder gefällt es. Ach, das ist die eine alte. Genau, es ist die eine alte. Ja gut, okay. Das sind nämlich wieder natürlich... Es sind die Illumina-Gangster, die wir auch schon von der letzten Episode kennen. Ja, mit einem leichten Update, mehr oder weniger. Ja, kann man sagen. Ich meine, ihre Pokémon sind jetzt auf einem höheren Level und Eisstrahl ist jetzt zum Beispiel auf Griffeldes im Gegensatz zur letzten Episode kein Two-Shot mehr. So, und Item-Sperre. Oder Item-Sperre. Sagt ihr eigentlich Item oder sagt ihr Item? Ich habe früher immer Item gesagt. Aber seitdem ich Let's Play mache und einige Leute drauf rumgehackt haben, dass ich wirklich Item sage und nicht Item. Ei. Ich habe Ei gesagt, Farid Bang. Was? Raus hier aus meinem Part. Ist ja unglaublich. Farid Bang Gedankengut. Das ist ja unglaublich. Erstmal hier, was war das erste? Das erste war. Ich habe Hunger, Leute, ich mache mir Spaghetti, genau. Das zweite war analysieren und jetzt der Spruch, das muss nicht sein. Also, links oder rechts? Rechts. Hey, nice, war sogar richtig. Jetzt können wir nämlich diesen Teleporter hier, glaube ich, nehmen. Und der führt uns irgendwo hin, wo es weitergeht. Genau, das war, glaube ich, richtig. Nee, es war nicht richtig. Stopp. Stopp. Irgendwie ist das nicht richtig. Ah, ich glaube, ich habe den Bogen raus. Wie wäre es denn, wenn wir jetzt das hier machen und dann nochmal das hier? Kommen wir dann hier irgendwo Besonderes raus? Nö.
Vielleicht hier oben? Den Teleporter? Ja. Der war natürlich echt richtig. Also, Anna, Standing Ovations bitte, Leute. Steht auf, applaudiert mir. Das war nämlich jetzt wirklich eine richtig gute Entscheidung. Gute Angel. Ich glaube, wir müssen jetzt nämlich echt hier hoch. Hey, was? Irgendwie ist das gerade zu viel für mein Hirn. Dieses kleine Rätsel hier, das nimmt mich gerade auseinander. Ich glaube, wir müssen nochmal von vorne anfangen. Yo, ich glaube, wir müssen von vorne anfangen. Irgendwas habe ich verbockt. Okay. Machen wir mal den hier. Also ich weiß, wo ich hin muss. Da war nämlich noch eine Trainerin, gegen die ich nicht gekämpft habe. Und anscheinend muss ich zu der. Okay, so, das haben wir schon gehabt. Das ist richtig. Dann einmal hier runter. So, und von hier aus gehen wir jetzt nämlich nach rechts. Genau. Und das führt uns jetzt nach unten. Einmal so. Zack, 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 zack. Okay. Ach, da oben ist noch einer. Ah, ein Teleporter führt dahin. Okay. Frage ist, wie kommen wir jetzt dahin? Vielleicht den hier? Nee, das ist irgendwie auch nicht richtig. Bin ich gerade einfach nur zu doof dafür? Den da oben können wir nicht nehmen. Der hier war, glaube ich, schon richtig. Oh, no. Ich habe es gesehen. Ich habe gesehen, was wir falsch gemacht haben. Ich habe es ganz genau gesehen, Leute. 100%. Jetzt weiß ich es. So, einmal den hier. Gefolgt von dem Teleporter. Oh, ist das nervig. Manchmal wünsche ich mir oben rechts so eine kleine Map. Wisst ihr das? Minimaps finde ich allgemein, so als genereller Rollenspieler auch, die sind sowas von bequem, ne? So eine Minimap oben rechts, ah, wo muss ich lang, ja, genau, ja, das ist gut, ja, hier vielleicht, ah, Detektor steckt aus, ah, Item gefunden. Ja, das ist zum Beispiel irgendwas, was ich richtig gut finde, aber jetzt gerade kommt das schon ein bisschen doof. Doof. Ne, ich weiß es, wo es lang geht, okay. Wir haben nämlich den Teleporter ganz links von der pinkhaarigen Illumina Bitch nicht genommen. So, stopp. Stopp, 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 stopp. Und zwar der hier. Genau, das ist nämlich der richtige Teleporter. Mit dem können wir jetzt nämlich auch zu der alten hier. So, richtig. Hä? Also echt, was machst du hier? Ich bin gerade bei der Arbeit. Forschervergnügen? Fragezeichen? Ah, das ist nämlich den Panda-Go. Ja, genau, das kennen wir schon. Das hat uns nämlich in der letzten Episode auch unser Grab runtergekostet. Ja, an die alte kann ich mich noch ganz genau erinnern. Aber diesmal läuft das nämlich nicht so einfach ab. Ich habe nämlich den ultimativen Counter gegen Kampf und Unlicht-Pokémon. Nehme ich meinen Flower Power. Flower Power fängt jetzt nämlich deinen Hammerarm sogar ab. Hammerarm ist gut, damit bist du hundertprozentig langsamer als wir. Aber der. Oh, das war aber schon kein schlechter Schaden, ne? Muss man auch an dieser Stelle mal anmerken. Hm, war gut. So, aber weißt du, was noch gut ist? So eine Mondgewalt, ne? Direkt in die Fresse. Boah, ohne Witz, Digga. Das ist sowas von gut, ne? Ah, finde ich auch, ne? Das ist. Er hat gebrummt. Das ist ein Zeichen von Zustimmung bei Pandagos. Das finde ich ja mal echt gut hier. So, nächster bitte. Das ist das nächste Pokémon, was jetzt kommt. Wieder irgendein Bisofang. Bisofang. Jo, Bisofang ist gut. Da können wir nämlich unser Logok Feuerfeger benutzen. Ich weiß nicht, warum ich bei Logok immer an Feuerfeger denke. Feuerfeger ist doch Logoks Signature-Move, wie ich finde. Und dieses Bisofang, das kriege ich jetzt einfach mal einen Himmelhieb direkt. Herzschmerz. Hier wäre es sogar ganz gut gewesen, wenn wir einfach in unsere Megaform gewechselt hätten. Oder gewechselt wären, denn das hätte weniger Schaden. Er sollte aber hier auch so ausreichen, um dieses Bisofang zu besiegen. Ich meine, 11 Level über diesen Bisofang. Mehr als deutlich. Und das reicht auch deutlich aus. Und Illumina Gangster, Olivia war das, glaube ich. Olivia Jones wird besiegt. So, nächster Illumina Gangster. Melvin war da, glaube ich, noch. Ich habe mir den Namen sogar gemerkt. Wie krank ist das denn? Melvin. Nee, nicht Melvin. Erstmal hier der Alte. Bist du hierher gekommen? Verdächtig. Der verdächtig. Ja, es eigentlich hat mir nur Pachira den Weg gezeigt, aber ja, wenn du es verdächtig findest, dann ist es halt verdächtig, ne? Und Slimog. Slimog. Wir haben gerade runter vorne. Ja gut, mit Sondersensor wäre das sogar ganz gut, aber so ist es wirklich nur. Spezialverteidigung ist jetzt auch. Way too much in diesem Part. Dann versuchen wir das mal mit Kaskade. Hier, das wäre, glaube ich, so eine Situation, in der Kaskade vielleicht sogar ganz angebracht ist. Meine, Kaskade kann den Gegner auch flinchen lassen und Kaskade ziehen im Endeffekt. Ja, Flinch, inklusive mehr Schaden aus Slime Up. Aber wenn dieses, wenn die X-Spezialverteidigung gewesen wäre, dann wäre das, glaube ich, sogar ein K.O. Oh, es ist ein K.O. Thank
goodness. Galabunta, you are just an awesome man, you know? Okay, you're not a man, you're an awesome frog. A ninja frog. Oh yeah. So, da ist er. Melvin, mein Freund, was geht? Ah, na so, das ist doch Reggie. Was machst du denn hier? Ich? Ich arbeite hier als Wachmann. Matthias hat uns dem Chef hier vorgestellt. Aber ich habe echt keine Ahnung, wo Sony überhaupt Wachpersonal brauchen. Hier kommt nie jemand vorbei. Der Job ist ehrlich gesagt stinklangweilig. Was hältst du davon, einen kleinen Kampf, um uns die Zeit zu vertreiben? Jo, gerne. Sehr gut, auf geht's. Diesmal wird es nicht so laufen wie am Bahnhof in Illumina. Ja. Der Typ, der redet aber äußerst komisch, ne? Er heißt Melvin. Oh mein Gott, ich bin der King. Haha. Nice. Ich hätte nicht gedacht, dass er echt Melvin heißt. Hab ich gemerkt. Krass. Ich muss echt ein Fanboy von dem Typen sein. Melvin. Ist ja auch ein cooler Name, ne? Melvin. Melvin, Calvin. Jelvin. Kraftkoloss. Gefällt mir nicht. Okay, gut. Die Tatsache, dass es kein Step-Move war, hat uns jetzt mehr oder weniger einfach den Po gerettet. Und wir können jetzt die Sache finishen mit einer Finsteraura, die dann auch ausreicht, um die Skamma, die Shadrago zu besiegen. Nice. Also Gamamunta, unser Starter-Pokémon, macht hier gute Arbeit. Level 67 für Gamamunta. Und als nächstes kommt erstmal Logok Level 72, bla bla bla. Harzer Level 70. Jo, hatten wir auch schon mal. Rabigator. Jo, bleiben wir drin. Ich meine, wir sind jetzt gerade im Sturzbach-Range. Sturzbach wird also, oder mit Hilfe von Sturzbach werden wir die Rabigator zu 100% mit einem Surfer besiegen können. Und Surfer, Krachboom, Rivity Rip, Rabigator. Rivity Rip, Rabigator, das war gut. Ja, was ist denn heute mit dem los? Und du bist ja äußerst kreativ. Ja, und Melvin wurde besiegt. Ah, du bist echt stark. Ja, ich bin echt stark, ne? Muss sein, ne? Ich habe ja 0, nichts verloren. Du bist unglaublich stark. Leider war das Spaß viel zu viel. Oder der Spaß. Ja, der, die, das. Arschlöcher. Viel zu schnell wieder vorbei. Jetzt nochmal noch ein Weg, bis ich Feierabend habe. Ja, meine Gudi. Komm mal kurz mit. Wir werden dem Melvin jetzt natürlich folgen. Keine Ahnung, was er uns zeigen will. Und, Pokebälle. Tada! Mir wurde aufs Allerschärfste eingebaut, hier niemanden reinzulassen. Aber das kann ja eigentlich nur bedeuten, dass hier irgendwas Tolles drin ist, oder? Ich habe gerade eh nichts zu tun. Also lass uns den Raum durchstöbern und nach Schätzen suchen. So, was ist denn das für Pokémon? Pokebälle. Jemandes Pokéball? Ja, wie wär's, wenn wir den einfach mal öffnen? Aber nein, wir sind ja sehr sozial. So, hier gibt's nämlich Bücher. Powersuit-Spezifikation. Erstens, Stärkung des Trainers. Der Anzug stärkt die Muskulatur des Trägers und erweitert so dessen motorische Fähigkeiten. Zweitens, Pokéball-Hacking. Die im Nackenbereich angebrachte Hacking-Schnittstelle ermöglicht es, Computerviren in Pokébälle einzuspeisen und so die Bälle zu hacken. Dadurch kann das Pokémon im Pokéball nach Belieben kontrolliert werden. Der Virus erhöht zudem die Kraft des Pokémon. Drittens, Camouflage. Die auf der Körperstruktur von Kecleon und Ditto basierte Technologie erlaubt dem Trainer die Änderung seines Erscheinungsbildes. Punkt. Viertens, Fernsteuerung. Um ungehorsam und unautorisiertem Handeln des Trägers vorzubeugen, ist es möglich, den Anzug aus Ferne zu kontrollieren. Das System verfügt über künstliche Intelligenz, die dem Verhalten eines herkömmlichen Trainers simuliert. Während der Fernsteuerung wird das Bewusstsein des Trägers in einen komatösen Zustand versetzt. Ja, klingt nicht wirklich gut, ne? So. Blablabla, der Powersuit kann einen durchschnittlichen Menschen in übermenschlich begabte Trainer verwandeln. In ihm fließen die Ergebnisse aller meiner bisherigen Forschungsarbeiten zusammen. Es ist mein Meisterwerk. Ich hoffe, dass ich eine junge, gesunde und eifrige Versuchsperson finden werde. So, was ist hier? Powersuit klinische Test Nummer 2. Endlich gibt es eine Bewerberin für den Teilzeitjob. Es handelt sich um ein 16-jähriges Mädchen namens Mathia. Trotz meiner Ausführung schien sie den Zweck des Tests nicht verstanden zu haben. Als sie den Anzug jedoch erstmals anlegte, zeigte sie ausreichenden Enthusiasmus. Jetzt, wo es Teamflair nicht mehr gibt, gehen mir die Forschungsgelder aus. Es wird Zeit, dass ich eine Versuchsperson für die klinischen Tests bestimme. Ich werde unverzüglich prüfen, ob Mathias körperliche und geistige Fähigkeiten ausreichen, um die Tests zu absolvieren. Ich habe dem Mädchen an Mathias Körperbau angepasst. Den Anzug. Mathias wird den Codenamen Esprit verwenden, während sie den Anzug trägt. Noch mehr Sachen? Endlich ist alles bereit, um mit den Tests zu starten. Es gibt jedoch ein Problem. Es hat sich herausgestellt, dass Mathias keinerlei Erfahrung als Pokémon-Trainer hat. Ich habe keine andere Wahl, als sie erst einmal mit den Grundlagen vertraut zu machen. Ich habe Mathias vorerst meine Pokémon überlassen, um mir das Trainerhandwerk beizubringen. Doch anstatt zu kämpfen, wollen sie nur mit dem Mädchen spielen. Ein höchst untypisches Verhalten für meine Pokémon. Ich würde diesem interessanten Phänomen gerne auf den Grund gehen, doch dafür fehlt mir die Zeit. Ich werde die Fernsteuerung des Anzugs nutzen, um mit den Tests beginnen zu können. So, noch irgendwas? So, hier nicht.
Das hier sieht doch verdächtig aus. Nee, auch nicht. Okay. Hier vielleicht? Im roten Bereich? Im roten Bereich ist auch nicht. Hier vielleicht? Nö. Ah, da. Die Tests zur zentralen Funktion des Anzugs, dem Pokéball-Hacking, haben begonnen. Mit Hilfe der Camouflage-Funktion fordert die Versuchsperson Trainer heraus und sammelt die Pokébälle der besiegten Trainer dann ein. An diesem wird die Hacking-Funktion getestet. Die bisherigen Ergebnisse sind zufriedenstellend, aber es ist ein Problem aufgetreten. Es sind uns Leute, vermutlich Bekannte von Mattia, in die Quere gekommen. Unbestätigten Aufgaben zufolge handelt es sich bei einer dieser Personen um den neuen Champ. Außerdem ist es bei der Fernsteuerung zu einer Fehlfunktion gekommen und ich habe für kurze Zeit die Kontrolle verloren. Aus Sorge um möglich negative Auswirkungen auf Mattia habe ich den Test unterbrochen. Nach ihrer Rückkehr zur geheimen Basis habe ich sie untersucht, aber sie scheint keinen Schaden davongetragen zu haben. Sie hat nach wie vor keine Erinnerung an die Zeit, in der sie den Anzug getragen hat. Sie berichtet jedoch von einem Albtraum. So, ich glaube... Ja genau, Nummer 4 brauchen wir noch und dann war's das. Zunächst haben wir uns auf die motorischen Funktionen des Anzugs konzentriert. Mit Hilfe der Camouflage-Funktion ist es der Versuchsperson gelungen, das streng bewachte Illumina-Kunstmuseum zu betreten und auf einem historischen Wandmalerei einen Beweis für ihr Eindringen zu hinterlassen. Die Fernsteuerung funktioniert problemlos und scheint auch keinerlei Auswirkungen auf Mattias körperliches und geistiges Wohlbefinden zu haben. Sie hat keinerlei Erinnerung an die Zeit im Anzug und glaubt, sie habe lediglich geschlafen. Zur Feier des erfolgreichen Testverlaufs werde ich ihr einen Bonus zahlen. So. Echt? Hier gibt es nur Pokébälle und Dokumente? Aber die Pokébälle gehören sicher jemandem, was? Ich habe Meister Lebel versprochen, mich zu bessern. Ich kann auf die Pokébälle anderer Leute nicht mehr klauen. Schade. Ja, das war's, glaube ich. So, was war das? Ja, ich habe irgendwie Melvins Stimme kurz verkackt. Egal. Oh, ich habe endlich Feierabend. Dann mache ich mich auch mal vom Acker. Mach's gut, Regi, man sieht sich. Feierabend. Krass. Ah, Dr. Xeros. Warum gab es diesmal eine Fehlfunktion bei der Fernsteuerung? Sollte ich ihr Bewusstsein vielleicht kontrollieren, anstatt es nur schlafen zu schicken? Das wäre wohl eine zu große Belastung für Mattia. Ah, du bist dieser Junge von neulich. Verstehe, du bist derjenige, der unseren Test gestört hat. Also gut, du wirst zu einem Teil meines nächsten Experiments. Wenn es Esprit im Power Suit gelingen sollte, dich zu besiegen, ist das Beweis genug für mein wissenschaftliches Genie. Komm her, Esprit. Oh, das riecht nach dem Finale. Los, kämpfe! Kämpfe gegen Esprit! Let's go! Beginne Pokéball-Hacking. Virus wird eingespeist. Okay, let's go. Der Battle gegen Esprit beginnt. Und Poketrainer Esprit fordert uns zum Kampf heraus. Und Abuqualyp. Ah, verdächtig. Scheint, als ob sie eventuell dieselben Pokémon wie bei unserem wie gegen die Trainer benutzt, die sie kopiert hat. Wisst ihr noch? In der letzten Mission? So, ich meine, sie hat auch Abuqualyp jetzt an vorne. Und das nächste Pokémon von ihr wird höchstwahrscheinlich, Dingeskirchen sein, Ramot. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Danach kommen die Feen. Ja, doch. Sollte auf jeden Fall so sein, wie ich es annehme. Also ich gehe jedoch stark, also jedenfalls stark davon aus. Ja, Ramot kommt als nächstes. Können wir drin bleiben. Ich meine, wir haben jetzt den Boost durch Sturzbrock und dem Regen. Das heißt, Surfer sollte ausreichen, um diesem Ramot ein schnelles Ende zu bereiten. Ja, war auch so letztendlich. Ich meine, sehr effektiv war es auch noch. Und Ramot wurde besiegt. Sei erreicht Level 66 und let's go, weiter geht's. Esprit wurde besiegt. So, ich glaube, das war's aber noch nicht. Es war ja noch viel zu einfach. Wunderbar, wirklich beeindruckend. Aber Esprits Fähigkeiten sind noch lange nicht ausgeschöpft. Los, kämpfe! Kämpfe gegen Esprit! So, jetzt kommen, glaube ich, die Feen-Pokémon, ne? Ja, jetzt müssen die Feen-Pokémon kommen. So, Harzer, die haben wir lange nicht mehr gehabt. Beginne Pokéball-Hacking, Virus wird eingespeist. Ah, let's go. Jetzt geht's nämlich ab. So, jetzt kommen Elfen. Genau, jetzt kommen die Elfen. Nice, das ist gut zu wissen. Doof ist nur, dass wir jetzt nicht mit unserem wirklichen oder unserem richtigen Pokémon angefangen haben. So, ich werde jetzt nämlich erstmal Phantomkraft benutzen. So, verwirrt. Herzschmerz. Ganz so gar nicht gut. Egal, Phantomkraft ermöglicht es uns jetzt erstmal zu verschwinden. Und Rückenwind, ja toll, super. Boostet jetzt natürlich nochmal ihre Pokémon, die danach kommen. So, Harzas verwirrt, trifft sich und kassiert jetzt wahrscheinlich einen Orkan. Also das nächste Mal. So, Orkan, und es trifft sogar. Wisst ihr, Orkan hat eigentlich, glaube ich, eine 70%ige Trefferquote. Und es trifft jedes Mal. Jedes Mal. Bei diesem Mädchen, das ist unglaublich. Egal, ich werde jetzt einfach cheap sein. Ich werde jetzt zu Logok wechseln, in die Megaform wechseln. Und dann werde ich diesen Elfen ein schnelles Ende bereiten. So, das ist natürlich das ultimative Finale gegen Esprit. Das sind die letzten Fights in diesem Kapitel.
Und dann war's das. Das kann ich euch ja schon spoilern. So, Orkan geht daneben, Gott sei Dank. Ah, stimmt. Tailwind ist ja noch aktiv, ne? Ah, das ist jetzt natürlich auch nicht so gut. Das heißt, wir werden höchstwahrscheinlich nicht mit Logok durchrushen können. Egal. Temposchub erhöht das Tempo von Logok. Und als nächstes kommt Flunkiefer. Bleiben wir drin. Flunkiefer sollte nicht so viel gegen uns machen können. So, Bedrohung ist ja jetzt auch nicht draußen. Und nochmal ein Feuerfeger. Bin sogar schneller. Keine Ahnung, wie das kommt. Vielleicht hat er irgendwie Wirbelwind eingesetzt. Oder sowas in der Art. Ich weiß nicht. So, egal. Neue Erfahrungspunkte für uns. Rückenwind des Gegners lässt nach. Und letztes Pokémon wird, glaube ich, Granbull sein. Genau. Was mit Roart. Was nicht gut ist. Denn damit werden wir jetzt höchstwahrscheinlich das Granbull nicht K.O.en können. Aber wir sollten trotzdem massiven Schaden mit dem Feuerfeger hinterlassen. Bäm. Einmal so einen richtigen Sidekick gegen den Kopf. Und wir kassieren Knuddler. Ah, und Logok überlebt das. Leute, unglaublich. Aber Logok überlebt einen Knuddler von diesem Granbull. Ja. Und dann... Ich fühle mich gerade voll verarscht. Nur um in der Runde darauf sind von Dings zu kassieren. Na, egal. So. Sayo, komm rein. Schatz, Alba, bitte Donnerblitz. Und dann hätten wir dieses Granbull endlich erledigt. Das Ding geht mir natürlich auf den Senkel. Das ist doch keine Fee. Guckt euch da das Maul von dem Ding an. Das ist nie im Leben eine Fee. Nie, nie, nie und nimmer. Mann, Mann, Mann. So. Natürlich dasselbe, jedes Mal das gleiche. So, ich glaube, jetzt kam so der Punkt, an dem sie. Jetzt kam, glaube ich, Snowbillycat, ne? Jo, jo, genau. Jetzt müsste Snowbillycat kommen. Ja, es ist natürlich auch wieder immer dasselbe, was sie sagt. Jetzt, glaube ich, ein Pokémon und das ist Snowbillycat. Jo, genau, ich habe sogar noch richtig im Kopf. Nice. Immerhin etwas. Jo, ich habe sogar was in der Birne. Ich kann mir zwar nicht gut Sachen merken, aber sowas wie Pokémon oder so kann ich mir perfekt merken. Fast perfekt, also Offenlegung. Es hat ja da viel abgezogen. Warum so viel? Snowbillycat, das tut mir leid. Ich werde dich nie mehr als unnötiges Pokémon beleidigen. Nee, kleiner Scherz am Rande. Ich habe natürlich auch ein EV trainiert. Auf guten DVs basiert das Snowbillycat irgendwo bei mir. Aber ich glaube, ich habe das auch noch nie benutzt. Oder auch mal wieder höchste Eisenbahn, ne? Snowbillycat! Weil so schnell ist es eigentlich nicht. Ich glaube, ich habe sogar wirklich einmal ein Competitive benutzt in einem Never-Use-Team. Als Lied mit Hypnose. Das weiß ich noch. Das waren Zeiten. So, und das war Nummer 3. Und was kommt jetzt? Hör mal. Esprit kann immer noch weitermachen. Oder bist du etwa zu erschöpft? Solange Esprit den von mir entwickelten Anzug trägt, wird weder ihr Körper noch ihr Geist müde. Ihre Kraft ist grenzenlos. Los, kämpfe. Kämpfe gegen Esprit. Miau. Was? Bis hierhin und nicht weiter. Was? Wer seid ihr? Und was wollt ihr? Flauschi ist ein Psycho-Pokémon. Es ist also nicht verwunderlich, dass es Materie, zu der es eine tiefe Bindung hat, finden kann. Ihr könnt doch nicht einfach so hier einbrechen. Das ist gegen das Gesetz. Ihr seid Kriminelle. Im Grunde hast du recht. Aber wir sind nicht eingebrochen, sondern haben ganz normal den Fachstuhl genommen. Krieg ist mein Partner, an dem mir viel liegt. Oh. Wenn er in Not ist, eile ich ihm zu Hilfe. Nichts könnte mich davon abhalten. Danke, Lebel. Du wirst mich niemals erwischen. Los, Esprit, mach alle fertig. Hör auf damit, Materie. Die Mühe könnt ihr euch sparen. Was ihr euch sagt? Nee. Was ihr sagt? Es ist vergeblich. Matthias kann euch nicht hören. Die Kontrolle über den Anzug liegt nämlich in meiner Hand. Kannst du mich hören, Matthias? Wenn du aufwachst. Nee, wenn du aufwachst, kannst du dich bestimmt von diesem Anzug befreien. Wach auf! Wach bitte auf! Matthias! Die Macht der Wissenschaft ist grenzenlos. Es ist ausgeschlossen, dass sie dich hört. Oh. Miau! Miau! Flauschi, bleib hier! Oh, die Schaltkreise spinnen. Emotionale Bindung. Doxeros blinzelt. Ah. Er blinzelt wieder. Und wieder. Und wieder. Ja, ich sehe gerade die. Was? Wieso? Wie kann das passieren? Na schön, du willst es ja nicht anders. Ich stelle die Fernsteuerung auf die maximale Kraft. Mist. Los, Regie. Geh und halte Matthias rauf. Matthias. Zeit für ein letztes Tänzchen. Dich von diesem Anzug befreien. Ah! Ja. Das scheint der finale Kampf zu sein. Und was wird sie benutzen? X-Bad. Ah, okay. Ich denke einfach, es ist X-Bad. Weil der Xeros ja eben erwähnt hat, dass er ihr seine Pokémon gegeben hat. Und seine Pokémon waren ja auch im Spielverlauf X-Bad.
und so ein Calamanero. Und daher denke ich einfach, dass sie jetzt X-Bart und Calamanero gegen uns benutzen wird. Und sie benutzt Horrorblick. Und wollte unser Floorguest damit locken. Was eigentlich an sich ein guter Move gewesen wäre, denn mit Floorguest hätten wir nicht so viel gegen X-Bart machen können. Mit Sayu sieht das jetzt aber ganz anders aus. Jetzt können wir nämlich mit Donnerblitz massiven Schaden gegen X-Bart anrichten. Und es ist leider kein One-Hit. Egal. So, jetzt nochmal Stärke und damit werden die X-Bart besiegt. Es sei denn, Luftschnitt verschafft ihn noch ein kleines bisschen Zeit. Was sogar funktioniert. Ja, wen wundert's, ne? Würde mich jetzt nicht wundern, wenn das jetzt nochmal flincht. Nee, zum Glück nicht. Super. So, Stärke und X-Bart wird besiegt. So, das nächste seiner Pokémon oder ihrer Pokémon müsste jetzt das Calamanero sein. Heißt es Calamanero? Ja, ich glaube schon. Calamanero, doch, das ist richtig. Und das werden wir mit Flower Power besiegen, weil Calamanero ja auch von Typen Unlicht ist. Unlicht Psycho, eine einmalige Typenkombination, wie ich finde. Und da ist das Calamanero. Level 70, ich glaube, das ist das bisher höchste Level von einem Trainer-Gegner, ja doch. So, das ist das höchste Level, was wir jetzt in dem Let's Play gesehen haben, auf gegnerischer Seite. Aber wenn das Pokémon natürlich nicht so viel aushält, ja, so ein Moonblast von Flower Power schon tödlich. Ah! Ja, Esprit, bitte, hör auf. Mathieu, komm zu dir. Ja, ich kann das leider nicht so gut nachmachen wie sie jetzt, aber gut. Es sind keine Pokébälle mehr übrig. Hör auf zu kämpfen, Mathieu. Oh, mein Fuck. Ah! Oh nein, Mathieu, was kann ich noch tun? Ah! Fernsteuerung abschalten. Kontrolle beenden. Ah! Mathieu, ist alles in Ordnung mit dir? Ah! Ich habe nur die Fernsteuerung abgeschaltet. Es ist alles in Ordnung mit ihr. Wie bitte? Oh. Ah. Oh, Herr Xeros. Ist der heutige Test schon beendet? Ja, wir sind fertig. Gute Arbeit, Mathieu. Damit sind jetzt alle Tests abgeschlossen. Deine Arbeit hier ist beendet. Ach so? Dann muss ich mir jetzt wohl wieder einen neuen Job suchen. Nanu, was macht ihr denn alle hier? Ich habe doch niemanden verraten, dass ich hier arbeite. Sag mal, Mathieu, ist alles okay mit dir? Mir geht's gut. Warum fragst du? Ich habe die ganze Zeit geschlafen. Meine einzige Aufgabe hier war, diesen Anzug anzuziehen und darin zu schlafen. Aber sag mal, Herr Lebel, was machst du denn hier? Ich dachte, du bist im Krankenhaus. Oh, nein. Also, mir wurde gestattet, das Krankenhaus für einen Tag zu verlassen. Und da dachte ich mir, ich sehe mal nach, wie es dir geht. Ich habe herausgefunden, wo du arbeitest und habe spontan entschieden, herzukommen. Verstehe. Ich dachte, du bist vielleicht sauer, weil ich den einen Job angenommen habe. Deswegen habe ich dir nichts davon gesagt. Aber du hast trotzdem herausgefunden. Du bist echt ein toller Detektiv. Natürlich bin ich das. Ja, Mathieu, geh du doch bitte schon mal vor und kaufe was zu essen für uns. Ich habe noch etwas mit Xeros zu besprechen. Ein Gespräch unter Erwachsenen. Oh, alles klar. Dann bis später. Regi und Flauschi, lasst uns zusammen zurückgehen. Ja, sie hat Glück, dass sie nichts weiß. Und bin gespannt, was er jetzt dem Xeros erzählen wird. Nun denn, ich denke, wir sollten uns unterhalten, Dr. Xeros. Ja, warum nicht, Lebel? Naja, Männergespräche, die müssen nochmal sein. Reden wir nicht lange drum herum. Ich möchte das erledigt haben, bevor Mathieu mit dem Einkaufen fertig ist. Dr. Xeros, eine Sache möchte ich wissen. Du bist derjenige, der hinter den Verbrechen in letzter Zeit steckt, nicht wahr? Das stimmt. Ich habe das Gemälde im Museum beschmiert und Trainer ihre Pokébälle gestohlen. Mit der Fernsteuerungsfunktion habe ich Esprit kontrolliert. Das war alles mein Werk. Mathieu hat die ganze Zeit über im Powersuit geschlafen, aber ohne etwas davon mitzukommen. Sie hat nicht das Geringste mit den Verbrechen zu tun. Du brauchst nicht an ihr zu zweifeln. Verstehe. Deswegen bin ich der Einzige, den du festnehmen solltest. Also gut, ich glaube, dass du die Wahrheit sagst. Mathieu ist ein liebes Mädchen. Sie ist zwar kein Genie, aber sie ist robust und gesund und hat ein reines Herz. Ein reines Herz. Die Fähigkeit, sich voll und ganz in eine Sache vertiefen zu können, ist unerlässlich. Wenn man Erfolg in Wissenschaft haben möchte. Dank Mathieu konnte ich meinen Lebenstraum erfüllen, die Entwicklung des Powersuits. Summa summarum bedeutet das, dass es nichts mehr gibt, was ich noch erledigen möchte. Ich werde keine meiner Taten bereuen. Nimm mich fest. Ich verstehe. Sobald alle Formalitäten erledigt sind, bringe ich dich auf die Polizeiwache. Das ist alles, was ich dir als Agent der internationalen Polizei zu sagen habe. Das, was folgt, sage ich dir in meiner Funktion als Mathieus Vormund. Wärst du so freundlich, Mathieu und mir heute einen Besuch abzustatten? Sie scheint dich sehr gern zu haben.
und sie scheint sich auf ein gemeinsames Abendessen heute zu freuen. Ich möchte ihr erst morgen die Wahrheit erzählen, damit sie heute noch einen angenehmen Abend verbringen kann. Dr. Xeros, du bist töricht, der Bell, aber ich danke dir. Und er blinzelt und blinzelt und blinzelt. So, damit hätten wir Kapitel 5 beendet und was folgt ist noch ein kleines Kapitel. Ich meine, wir haben jetzt glaube ich schon 40 Minuten aufgenommen. Sollte ja ein schöner langer Part für euch sein, aber zum Abschied muss das einfach sein und... Hallo Rigi, kannst du mich hören? Ich bin's Matthias. Ich habe ganz wunderbare Neuigkeiten, also schau mal in den Bellbüro vorbei. Ja, meine Freunde, das ist jetzt nämlich die letzte Mission, die vor uns steht und es ist eine... Ja, es ist das letzte Kapitel und zwar Leb wohl, Le Bell. Eigentlich nicht wirklich ein Kapitel, in dem man viel macht, aber es ist dann halt wirklich ein kleiner Abschied. Wie der Kapitel, oder wie das Titel, wie der Titel, so, das Kapitel ist es schon sagt. Ich habe dich doch vorhin extra wissen lassen, dass ich gute Neuigkeiten habe. Halt dich fest, Le Bell wurde endlich aus dem Krankenhaus entlassen. Deswegen dachte ich, sollten wir alle hier sein, wenn er wieder zurückkommt, um seine Rückkehr zu feiern. Miau! Ah, willkommen zurück, Flauschi. Du feierst auch Le Bells Rückkehr mit uns. Miau, miau, miau! Nanu, was ist denn? Flauschi hat etwas bei sich. Miau! Ist das ein Brief? Er scheint von Le Bell zu sein. Ich lese ihn vor, Rigi. Meine lieben Freunde, bitte entschuldigt, dass ich euch alle so aus dem Nichts einen Brief schreibe. Ich bin es, Le Bell. Ich muss euch etwas mitteilen. Also lest diesen Brief bitte sorgfältig durch. Zunächst müsst ihr wissen, dass ich ein Agent der internationalen Polizei bin. Na, seid ihr überrascht? Ich bin sicher, das seid ihr. Ihr seid sicher besorgt um mich, weil ich im Krankenhaus bin. In Wahrheit war ich jedoch nie im Krankenhaus. Ich bin kerngesund. Das war nur ein Teil meines Plans, da ich verhindern wollte, dass ihr in Gefahr geratet. Das ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass ich euch angelogen habe. Dafür bin ich euch aufrichtig um Verzeihung. Dafür bitte ich euch aufrichtig um Verzeihung. Das ist jedoch nicht der eigentliche Grund, warum ich euch schreibe. Der Fall, wegen dem ich hergekommen bin, ist nun gelöst. Und es ist an der Zeit für mich, Carlos zu verlassen. Es macht mich sehr traurig, aber ihre trennen sich unsere Wege. Ich danke euch für alles. Lebt wohl. PS, Regie, als Dank für alles, was du für mich getan hast, möchte ich dir meinen Decknamen überlassen. Von nun an bist du Le Bell. Mathieu und Flauschi, euch beiden vertraue ich das Le Bell Büro an. Ich habe das ganze Gebäude gekauft. Ihr müsst euch wegen der Miete also keine Sorgen machen. Bitte nützt es, wie es auch beliebt. Alles Gute für euch. Moment mal, was soll das? Was ist denn diese internationale Polizei? Und was soll das heißen, dass er uns verlässt? Warum? Warum verschwindet er einfach? Nein, ich will nicht, dass Le Bell weggeht. Vielleicht ist er noch in der Nähe. Ich gehe ihn suchen, Rigi. Miau! Und wir gehen ihn natürlich auch suchen. Melvin, was ist los? Jo, Rigi, alles fit? Ja, jo, Rigi, alles fit. Ich habe gerade nichts zu tun, also dachte ich, ich komme mal vorbei. Ah ja. Eben ist Matthias voll aufgeregt an mir vorbeigerannt. Ist irgendwas passiert? Ach ja. Eben ist Matthias voll aufgeregt an mir vorbeigerannt. Ist irgendwas passiert? Ah. Und? Heißt das, du bist jetzt auch abhaust? Dabei bin ich noch extra gekommen. Ihr seid alle echt herzlos. Vorhin habe ich zufällig Meister Le Bell getroffen und er hat auch keine Zeit für mich. Er sagte, dass er auch zum Illumina Kunstmuseum muss. Ich fühle mich voll im Stich gelassen. Das Illumina Kunstmuseum? Das ist verdächtig. Da werden wir uns auch gleich hinbegeben. Wir wollen nämlich nicht zulassen, dass Le Bell einfach so verschwindet, ohne sich richtig von uns zu verabschieden. Beziehungsweise ohne wirklich etwas zu sagen. Da ist das Illumina Kunstmuseum gleich in unserer Nähe. Und ja, wir müssen natürlich erstmal wieder rein. Audioguide wollen wir nicht. So. Wir begeben uns jetzt nämlich erstmal hier rein. Und wir müssen eigentlich nur in den obersten Stock. Oder ins oberste Stockwerk halt. Hoch runter, genau. Hoch. Und im obersten Stockwerk erwartet uns jetzt nämlich noch ein kleines Event, sag ich mal. Und zwar ist das Bild sauber. Jo. Ah, du bist der neugierige junge Mann von neulich. Die Restauration des beschmutzten Gemäldes ist abgeschlossen. Eben war ein Polizist hier und hat mir mitgeteilt, dass der Täter gefasst wurde. Ja. Also Le Bell scheint hier gewesen zu sein. Und damit haben wir uns jetzt auch das Bildchen angeguckt. Und nachdem wir uns das Bildchen angeguckt haben, können wir uns glaube ich auch schon gleich rausbegeben aus dem Kunstmuseum. Denn hier ist er ja anscheinend nicht mehr. Er war ja nur hier, um den Museumsdirektor etwas mitzuteilen. Ah, da ist wieder diese Lady. Ah, du warst doch neulich hier und hast dir das Gemälde angesehen. Weißt du schon, der Täter wurde geschnappt. Ich habe mir angehört, wie der Museumsdirektor mit einem Polizisten gesprochen hat. Aber weißt du was merkwürdig daran war? Als dieser Polizist vorhin an mir vorbeigelaufen ist, sah er nicht besonders glücklich aus. Ganz im Gegenteil. Ja, er ist wohl auch sehr traurig, dass er uns verlässt. Ohne was zu sagen.
Ach, eine neue Nachricht auf unserem Holo-Log. Regi, Herr Xeros hat mir gerade mitgeteilt, dass er mit Herrn Nobel im Mistro Flordelis ist. Flauschi und ich machen uns gerade auf den Weg. Wir treffen uns dann dort. Okay. Machen wir uns mal gleich auf den Weg ins Bistro Flordelis. Und das Bistro Flordelis muss ich eigentlich irgendwo hier befinden. Ich versuche mal, das Bistro Flordelis einfach so zu finden. Sonderlich schwer kann das eigentlich nicht sein. Wir sind jetzt nämlich auf dem Place Rouge. Ich glaube, hier ist es nämlich auch irgendwo. Das Bistro Flordelis war nämlich auf dem Place Rouge. Da bin ich mir ziemlich sicher. Oder in der Nähe des Place Rouge. Oder was ist das? Der Place Rosé? So, hier ist es nämlich, glaube ich. Ah, war sogar richtig. Nice. Ich sag doch, ich habe sie zurückgegeben. Jeden einzelnen, ich schwör's. Also gut. Es sind wirklich alle Pokébälle, die Esprit gestohlen hat, wieder in ihrem Besitz? Ganz genau. Es ist wieder alles beim Alten. Ich komme auch wie vereinbart und ohne Widerstand mit dir, um mich zu stellen. Gib mir nur einen Moment. Was redest du da? Unser Zug fährt bald ab. Sie sind gleich da. Einen Augenblick noch. Aha, erwischt. Was, Regi? Was machst du denn hier? Ich habe auch Mathia Bescheid gesagt. Sie sind ebenfalls jeden Augenblick hier. Wo? Wo ist er? Wo ist Herr Lebel? Da bist du ja, Mathia. Oh, Herr Xeros, vielen Dank für die Benachrichtigung. Herr Lebel, ich habe überall nach dir gesucht. Sag mir, warum? Warum hast du uns angelogen? Und warum lässt du uns hier einfach so zurück? Es tut mir leid. Ich habe es ja schon in meinem Brief gesagt. Ich arbeite für die internationale Polizei. Meine Arbeit führt mich um die ganze Welt, wo es immer einen Fall zu lösen gibt. Meine nächste Mission wartet schon auf mich. Dann kommen Flauschi und ich eben mit. Dann werden wir eben auch Polizisten. Hauptsache, wir bleiben zusammen. Mathieu, danke. Das ist lieb von dir. Aber ich kann euch nicht mitnehmen. Warum? Warum denn nicht? Ich bin doch deine Assistentin. Also gut, Mathieu. Es ist wohl an der Zeit, dass du das Assistentin-Dasein hinter dir lässt. Ich ernenne dich hiermit zur neuen Leiterin des Le Bel Büros. Was? Hör mir gut zu, Mathieu. Du bist in dieser Stadt geboren und aufgewachsen. Niemand ist besser geeignet als du, auf diese Stadt aufzupassen. Deswegen bitte ich dich, an meiner Stelle den Frieden in Illumina City zu bewahren. Das kannst du doch nicht einfach so festlegen. Hey, Regi, jetzt sag doch auch mal was. Lass gut sein, Mathieu. Warum, Regi, versteht, warum ich gehen muss. Schließlich sind wir Partner. Und solche verstehen wir einander auch ohne Worte. Flauschi, bitte mach nicht so ein trauriges Gesicht. Selbst wenn wir voneinander getrennt sind, bleiben wir einander dennoch verbunden. Ihr werdet immer meine liebsten Freunde aus dem Le Bel Büro sein. Ja, Bindung, Freundschaft. Man kann nicht sehen, man kann sie nicht anfassen. Eigentlich dürfte sie gar nicht geben. Aber ich kann ihre Existenz nicht leugnen. Matthias, du und der Agent der internationalen Polizei, ihr seid durch das Band der Freundschaft eng miteinander verbunden. Herr Xeros, Matthias, ich schenke dir meinen Powersuit. Ich habe die Fernsteuerungsfunktion entfernt, keine Sorge. So kannst du erneut Esprit werden, aber diesmal in deiner neuen Funktion als Illuminas Beschützerin. Ich überlasse dir auch alle meine Pokémon. Herr Xeros, ich weiß, dass du sehr schlimme Dinge getan hast, aber ich habe dich trotzdem sehr gern. Ich werde gut auf deine Pokémon und deinen Anzug aufpassen. Darauf kannst du dich verlassen. Schließlich sind sie ein Symbol unserer Bindung. Es tut mir leid, aber es wird Zeit für uns zu gehen. Unser Zug fährt bald ab. Herr Lebel, ich verstehe es jetzt. Ich weiß, was zu tun ist. Ich werde mein Bestes geben, dich zu vertreten. Ich habe ja auch Flauschi und Regi, sowie Herrn Xeros Pokémon und Powersuit. Ich werde die neue Leiterin des Lebel-Büros. Ich verlasse mich auf dich, Mathieu. Dann kann ich mich beruhigt auf den Weg machen. Mathieu, mach uns keine Schande. Also dann, Regi, Mathieu, Flauschi, ich lege den Frieden in Illumina City in eure Hände. Vielen Dank für alles. Lebt wohl! Das war's mit den Level-Missionen. Flauschi ist geschockt wie noch nie. Mathieu nachdenklich. Danke. Auf Wiedersehen. Und meine Freunde, damit neigt sich die Episode dem Ende zu. Das erregt! Miau! Du Flauschi! Wir haben in relativ kurzer Zeit einige gute Freunde gefunden, was? Regi, Herrn Lebel und Herrn Xeros. Ja, ja. Sag mal, Flauschi. Herr Lebel und Herr Xeros haben so viel für uns getan. Ob es sich wohl so anfühlt, wenn man einen Vater hat? Ja. Oh, ein Lächeln. Tut mir leid. Das weißt du natürlich auch nicht.
aber ich bin echt froh, dass ich Ihnen begegnet bin. Miau! Und damit, meine Freunde, ja, hier endet Löbels Geschichte, aber die von Mattia und Flauschi fängt gerade erst an. Meine Freunde, das war ein rührender Abschied zum Ende von den Löbel-Missionen. An diejenigen, die jetzt hier noch eingeschaltet haben, die hier noch dran geblieben sind, bedanke ich mich ganz herzlich für dieses tolle Let's Play, was ich am Ende nochmal durchgezogen habe. Ich meine, es hat ja ziemlich lang gedauert, wegen den Pausen zwischendurch immer, aber jetzt habe ich die letzten Monate immer durchgezogen. Ich glaube, ich habe sogar täglich mal was hochgeladen. Echt cool. Ich bedanke mich nochmal herzlich bei euch fürs Zuschauen, den ganzen anderen Parts. Besonders bei den Leuten, die am Ende sogar noch bei den Löbel-Missionen zugeschaut haben. Das finde ich nämlich echt cool. Waren zwar nicht viele, aber für diejenigen, die es gefreut hat, oder die es geschaut haben und sich dabei gefreut haben, denen sei gesagt, ich habe mich natürlich auch sehr darüber gefreut, dass ihr es mit mir gemacht habt. Und ja, das war's mit Pokémon Y. Vielleicht komme ich eines Tages darauf zurück, wenn es irgendein Event oder so gibt. Vielleicht Dionysus oder so, man weiß es ja nicht. Und damit in-game irgendwas freigeschaltet wird. Aber ja, an dieser Stelle sei wirklich gesagt, vielen lieben Dank fürs Zugucken. Haut rein, macht's gut, bleibt doch wuchtig. Und wenn euch die Episode gefallen hat, gebt dem Video zum Abschluss dann nochmal einen Daumen hoch. Würde mich sehr freuen. Und ja, haut rein, euer Rigi.